So, hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Subnautica. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir vorhatten. Aber das ist ja nichts Neues. So kennt man mich ja mittlerweile. Wir gehen mal ganz kurz eben hier nach draußen. Denn ich glaube, es ist gerade hell geworden. Und machen mal ganz kurz eben einen kleinen Abstecher mit unserer... Modde. Ja, Hutpup, du mich auch. Okay, können wir denn hier irgendwo mal... Ich würde hier ganz gerne Sachen sammeln. Was war das? Titan? Immer ein bisschen Salz. Kommt der hinterher? Nee, ne? Wo hab ich denn das Ding geparkt? Da. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Okay, hier könnten wir uns auch nochmal umschauen. Sofern denn hier alles ruhig ist, natürlich. Wahrscheinlich ist es das sowieso wieder nicht. Das ist ja immer schon bei 30 Sekunden am Warmen ist. Da hinten ist einer von den Bubis. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück, denn wir haben jetzt erstmal genug gesammelt. Und da müssen wir jetzt erstmal Richtung B1 wieder. Da müsste unsere Basis ja eigentlich sein. Und wieder mal war ich sehr ruhig, das tut mir leid. Ich bin halt immer nur so furchtbar angespannt, wenn ich hier am Sammeln bin. Ach, guck mal, da hinten sehe ich ja sogar schon mein Ding. Das ist sehr praktisch, das kann man sehr weit sehen. So, und dann wurde gesagt, wir sollen es doch mal hier nach unten bauen irgendwie, ja. Das ist genau das, sowas in der Art hatte ich auch tatsächlich vor. So, dann schauen wir doch mal, was wir uns hier gerade an schönen Sachen gesammelt haben. Also, wir haben ein paar Windrankenstücke, das ist ja was ganz fein, das ist was Salziges für den Hunger und vor allen Dingen was Quarziges für die Fensterscheiben. So, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, wo wir hier waren von der Sortierung. Also wir hatten hier relativ viel Zeugs. Da haben wir noch ein bisschen Chlor. Da haben wir ein bisschen Wasser und ein bisschen was Gegrilltes. Also
So richtig was viel ist halt auch nicht mehr, was wir da so an Vorräten haben. Aber da müssen wir mal... Da müssen wir uns mal gerade eben was pökeln. Zum Glück können wir uns zwei Bumerange pöpeln. Wir popeln uns zwei Bumerange. So. Ferner haben wir Winderankenstücke, die wir wahrscheinlich natürlich für einen Erste-Hilfe-Kasten nehmen können. Wenn wir denn ein Chlor hätten. Natürlich haben wir ein Chlor. Noch Chlor, haben wir noch ein bisschen Chlor. Aber auch nicht mehr so viel. Ein Chlor ist jetzt auch nicht mehr die Welt. Aus was wurde denn Chlor nochmal gemacht, sag mal? Ach so, natürlich aus Salzvorkommen und Korallenbrocken. Na, selbstverständlich. Wie konnte ich mich denn noch da drin vertun, hör mal? Na gut. So, dann wollten wir noch machen, vielleicht eine Glasscheibe. Oder vielleicht über sie. Warte mal, wir brauchen. Für irgendwas brauchen wir Silikon. Das ist echt immer das Problem, wenn man nur so zwei Folgen immer macht und dann, wieder so eine Woche lang nix. Da kommt man schon ein bisschen durcheinander, aber nicht mal. Wir wollten uns doch jetzt irgendwas gebaut haben, sag mal. Nur Hämmer meint sich, ich weiß noch, was das war. Mal, sag mal, jetzt muss man kurz überlegen hier. Also wir hatten einen Schrank, ein Aquarium, glaube ich, brauchte so was Silikonhaltiges. Nee. Die Bank. Das Ding war das, glaube ich. Die Schubkanone. Aha. Aha. Ich weiß es gerade nicht mehr, was es war. Tatsächlich. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Stecken das hier mal ganz kurz eben hier rein. Warte mal, Salzvorkommen und Korallenstücke. Ne? Da können wir uns mal ganz kurz eben ein bisschen Chlor machen hier. Ich finde das jetzt auch arg hart merkwürdig, muss ich da mal ganz kurz sagen, wie das zusammengebaut wird. Also aus Salz und einem Korallenstück, Korallenbrocken, machen wir uns Chlor. Ja, soweit ja alles in Ordnung. Das ist ein bisschen sehr groß jetzt hier, ne? Dankeschön, so ist besser. So, und aus Chlor an sich, also nur daraus, machen wir uns dann wieder Wasser. Desinfiziertes Wasser. Ja gut, klar. Ne, Amerikaner und so weiter desinfizieren ihre Sachen ja tatsächlich mit Chlor. So eklig, wie auch immer das ist. Und im Schwimmbad hast du ja auch desinfiziertes Wasser. Aber trinken würde ich das halt trotzdem nicht. Ja? Ich als gebildeter Europäer mache sowas nicht. Ja? Also damit möchte ich jetzt natürlich nicht sagen, dass... Gott bewahre. Also, das hier... ne? Also, ne. Also, glaubt nicht... Wieso haben wir das letzte jetzt nicht gemacht? Wir haben doch noch Platz für noch mehr Wasser. So, da ist schon mal wieder voll. Das ist schon mal ganz gut. Da können wir gleich noch ein bisschen Fisch essen. Chlor. Da müssen wir noch immer Chlor machen. Chlor bitte. Chlor bitte, dankeschön. So, und dann mal ganz kurz eben auf das Wasser. Ich vergesse mich jedes Mal. Dabei sind es doch gar nicht so viele Sachen, die wir machen können bislang. Und trotzdem vertue ich mich immer wieder aufs Neue. Das ist ein Traum. Mal schauen, das ist ein Traum. Süßchen, dann machen wir das mal weg. Steaksgewehr. Wait, ich glaube es war... Es war die Energiezelle, die wir dafür brauchen. Wofür wir das brauchten. Drei. Guck's mal, ich bin ja doch gar nicht so blöde. Also nehmen wir jetzt mal ein bisschen Quarz. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es war. Wahrscheinlich so zwei. Tippe ich jetzt mal einfach drauf. Ressourcen, Grundmaterialien. Wie gut. Aber ich kann gut warten, aber. Soll ich mir patentieren lassen, aber. So, wird es jetzt schon wieder hell oder wird es dunkel? Nö, ich glaube, es wird hell langsam. Das finde ich schon mal ganz nett. Da hat man eine Batterie drin. Jawohl. Und dann machen wir uns ganz kurz eben aus Silikon und einer Batterie, machen wir uns eine Energiezelle. Denn wir wollen ja nicht, dass eventuell irgendwann unser Ding hier... Zwei Batterien. Ja, jeder Gang macht schlank, so auch unter Wasser. Dann nehmen wir direkt drei mit, damit wir eine Reserve für unseren Gleiter haben, wenn wir jetzt gleich los sind. Macht ja vielleicht auch Sinn. So, dann brauchen wir uns eben schnell eine Energiezelle. Eine Energiezelle to go, bitteschön. Dankeschön.
Bisschen was Hunger haben wir noch, aber da können wir da unterwegs was snacken, würde ich sagen. Doch nehmen wir uns ein Snackebrot. So, 29% hat das Ding noch, 80% helfen. Oh, das ist natürlich jetzt nicht so viel. Ups, und wenn ich überall gegenfliege. Achso, jetzt Rampen gibt 5% Minus. Pass auf, dann reparieren wir das mal eben schnell. Dann können wir auch schnell was essen. Dann haben wir das alles weg. So. Ich halte das für eine durchaus gute Idee. Wir essen mal ganz kurz. Was können wir uns denn heute? Ach, so ein Kika. Oh, der war ganz lecker. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber man will es nicht irgendwie rummeckern oder so. Energie 94%. Schon ein Ding. Guck mal. Oder schon ein Ding auch. So. Da geht es nämlich auch wieder gut. Das Ding lassen wir natürlich hier. Das Ding sieht so ein bisschen aus wie Star Wars. Schön weiß. Fortschrittlich. Elegant. Apropos Star Wars. Wer von euch hat es schon mitbekommen, dass dieses Jahr noch Star Wars Battlefront kommt? Und ich das natürlich auf jeden Fall spielen werde. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es als Projekt, also als Let's Play mache. Oder ob es, naja, einfach nur so ein Just-for-Fun-Spiel für mich wird. Auf jeden Fall freue ich mich da schon richtig derbe drauf. Und naja, bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Also wenn es nur halb so gut aussieht wie im Trailer angekündigt, dann ist es auf jeden Fall schon den Kauf wert. Sieht uns unglaublich gut. Ach, der war das. Das erschreckt mich doch nicht so. Okay, im Moment sind wir noch alleine. Hier ein bisschen Kupfer. Kupfer ist natürlich bei weitem nicht das Schlechteste, was wir hier finden können. Da liegt auch noch was. Schwupp. Da ist noch was. Okay, wir können direkt da rein, das ist praktisch. So, du kommst mit. Und hier drüben habe ich einfach nur Salz gesehen. Beziehungsweise Quartz. Ich habe irgendwie Angst vor diesen Dingern. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht weil sie gerne mal fröhlich vor sich hin explodieren. Titan brauchen wir noch nicht. Gut. Was haben wir da noch liegen? Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz eben mitnehmen. Okay, da wollen wir auf keinen Fall runter. Alter, hier geht's aber auch runter. Ich würde ganz gerne die Dinger hier mitnehmen. Mach ich jetzt auch. Aber damit können wir bestimmt irgendwann mal was Lustiges bauen. Ja. Jetzt ist alles wieder gut. So, und mit Volldampf ab nach Hause.
Über den Wolken, eieiei, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Unter Wasser ohne Luft ist es zwar ein bisschen dünn, aber das ist mir egal, denn wir sehen uns hoffentlich morgen wieder in der nächsten Folge von Subnautica. Nicht morgen, sondern in der nächsten Folge von Subnautica. Bis dahin, alles Gute, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben und bis dann, ciao.